Aber glaube, in der entzauberten Welt, ich möchte mich doch zunächst nochmal hier öffentlich bedanken für diese Gelegenheit oder diese Einladung. Ich weiß das zu schätzen, dass so eine Initiative hier zustande gekommen ist mit diesem großen Thema der Irrationalität. Es ist enorm viel Arbeit, die in so einer Organisation steckt. Das weiß ich, weil ich selbst gerade in diesem Semester sowas organisiert habe. Also vielen Dank und meine Bewunderung. So, jetzt das Thema Aberglaube ist natürlich eine irrationale Weltsicht, kann man sagen, aber eine, die wir sicherlich alle in uns tragen. Und insofern reden wir gar nicht so sehr über andere, wenn wir davon reden, als von uns selber. Ich will es mal mit einer kleinen Umfrage versuchen hier. Es sind jetzt natürlich nicht so viele Leute da, dass das irgendwas Repräsentatives aussagen würde. Aber an die Studierenden die Frage, wer hat schon mal in eine Klausur einen Glücksbringer mitgenommen? Aha, also, wer hat denn schon mal zu jemand anderen gesagt, ich drücke dir die Daumen? Ja, schon ein paar mehr. Wer hat schon mal dreimal auf Holz geklopft? Ja? Ja? Wer liest regelmäßig in der Zeitung oder vielleicht auch anderswo das Horoskop? Auch wenn, auch nur zum Spaß. Auch nur zum Spaß, ja? Ja? Wer hat schon mal irgendeine wichtige Entscheidung von diesem Horoskop abhängig gemacht? Keiner. Wer hat schon mal gesagt, wenn man vom Teufel spricht? Ja? Ja? Wer glaubt, dass es den Teufel gibt? Gut. Es ist jetzt natürlich, wie gesagt, keines falls repräsentativ. Außerdem sitzen hier in diesem Hörsaal Leute, die sich wahrscheinlich eher dem wissenschaftlichen Weltbild zugeneigt sehen. Aber trotzdem ist es doch erstaunlich, immer wieder die quantitativen Verteilungen solcher Dinge, die wir mit Aberglauben bezeichnen können, zu sehen. Also hier ist so eine kleine Zufallsstatistik, also die Zufall nur jetzt in Bezug auf die Auswahl der Items, 52% der Deutschen glauben daran, dass es Wunder gibt, 54% sind davon überzeugt, dass Menschen Ereignisse vorhersehen können, der sogenannte Präkognition, 57% meinen, dass Haustiere mit ihren Besitzern auch über weite Verbindungen irgendwie, über weite Entfernungen irgendwie in Verbindung stehen. 57% ebenfalls glauben, dass es Hellsehen gibt. 66%, also zwei Drittel, glauben an Schutzengel. Glaubt jemand hier an Schutzengel? Nur Mut. Ja, also, aber 66% der Gesamtbevölkerung. 73% glauben an außersinnliche Wahrnehmung, zum Beispiel in der Form, dass sie glauben zu spüren, wenn von hinten jemand sie länger anstarrt. Und nur 5% glauben ausschließlich an das, was sich wissenschaftlich beweisen lässt. Also 95% denken, dass es etwas Wissen außerhalb des nachweisbaren Wissens gibt. Das sollen einfach nur erstmal einen Eindruck vermitteln, wovon wir quantitativ reden, wenn wir das Thema Aberglauben uns zumuten. Das hier ist die Gliederung, in der ich vorgehen will, ein etwas längerer Anfangsabschnitt über die Auseinandersetzung, was ist das überhaupt, Aberglaube, dann ein sehr kurzer Exkurs über Humanismus und Hexenverfolgung, dann Aberglaube als ein Merkmal des autoritären Syndroms, das bezieht sich auf die F-Skala der Antisemitismus- und Vorurteilsforschung,
und dann Aberglaube in der entzauberten Welt, eine kürzere Versuch eines Resümees. Also, was ist Aberglaube? Ich muss hier nochmal mir eine Uhr zurechtlegen. So, ja, Moment. Da muss man doch irgendein, da. Ja, was verstehen wir darunter normalerweise? Also es sind Phänomene oder Glaubensinhalte, wie gesagt, einige war ich schon genannt, Wahrsagen, Heilung von Krankheiten, spirituelle Praktiken, Magie, wobei die Frage, was Magie ist, alles andere als leicht zu beantworten ist. Es geht jedenfalls irgendwie um die Beeinflussung guter oder böser Kräfte, aber auch Kommunikation mit Verstorbenen oder sogar außerweltlichen Lebewesen. Dafür gibt es verschiedene Sammelbegriffe, die alle die Sache nicht so richtig treffen. Das Okkulte, das Geheime, das Esoterische, das Paranormale, das Übersinnliche, das Spirituelle, das Magische. Schwer zu sagen, was hier der treffende Begriff ist. Ich habe auch noch keinen klaren Favoriten, aber vielleicht am ehesten doch das Spirituelle aus bestimmten Gründen. Das hat auch so ein bisschen was wie Konjunktur zurzeit, dieser Begriff des Spirituellen. So zum Beispiel in der sozialen Arbeit, in der ich da ausbildnerisch tätig bin, hat eine merkwürdige Konjunktur. Es gibt so Themen wie Spiritualität und Gesundheit, Spiritualität und Alter und solche Dinge. Ja, Aberglaube ist nicht unbedingt auf das Jenseits bezogen. Jenseitsglaube habe ich hier ausgenommen, weil wir sehen werden, dass der Aberglaube etwas merkwürdig Innerweltliches ist. Der Begriff des Jenseits gehört eigentlich in eine andere Sphäre, klassischerweise in die der Hochreligionen, zum Beispiel das Christentum, das so etwas wie ein Jenseits annimmt, also traditionell einfach gesprochen der Himmel, also das, in dem sich dann die göttlichen Wesen irgendwie bewegen und der Mensch auf sie bezogen ist. Also in dem Aberglauben haben wir es auch mit etwas Jenseitigem zu tun, das nennt man dann Transzendenz, aber dieses Transzendente ist gleichzeitig innerweltlich und nicht jenseitig in einer anderen, ganz anderen Sphäre. Wozu ist man abergläubisch? Es geht hier meistens um sehr leicht überschaubare Zwecke. Also ich hatte schon gesagt, Krankheit, Gesundheit. Es sind Dinge, die wir auch sonst im Alltag, die uns wichtig sind. Liebe, Hass, beruflicher Erfolg, sozialer Erfolg oder Misserfolg, Leben und Tod. Also solche Dinge, die eigentlich jedem am Herzen liegen und die oft schwer zu beeinflussen sind mit den alltäglichen und erfahrungsgestützten Mitteln. Dass der Aberglaube auch in vielen Redensarten noch enthalten ist, denen man das erstmal gar nicht so ansieht, wollte ich auch noch erwähnen. Also das Beispiel war ja das mit dem Daumendrücken. Wir sagen das, wir meinen das in der Regel auch ganz modern, psychologisch. Das heißt einfach, es ist eine Metapher dafür, dass wir an jemanden denken. Ja, ich drücke dir die Daumen, also ich denke an dich, weil mir deine Sache am Herzen liegt. Aber es ist natürlich hier auch eine abergläubische, ein Inhalt darin. Also es ist in der Regel dann denen, die sowas sprechen, auch gar nicht mehr bewusst. Es ist sozusagen abgesunkenes Kulturgut, was sich hier findet. Also der Daumen ist so ein Symbol, um es nur nebenbei zu erklären, auch für einen Dämon oder für Kräfte, die hier
eventuell kontraproduktiv sein könnten. Und wenn ich meine Daumen drücke, dann zwicke ich die, dann halte ich die sozusagen im Zaum, dass sie ihnen nichts schaden können. Ja, das ist also so der herabgesunkene Sinn. Mit dem Teufel natürlich genauso. Wenn man den Teufel nennt, kommt er gerennt. Ja, das ist, sind so Sprüche, die wir verwenden, aber sie auch nicht unbedingt wörtlich meinen oder in der Regel gar nicht wörtlich meinen. Und das verweist kurz darauf, dass in der Sprache, schon in der Struktur der Sprache, hier vieles an Geschichte steckt, die auf letztlich auf solche spirituellen Annahmen verweist. Also ganz schlicht, wenn wir sagen, die Sonne geht auf, ja, das tut so, als würde die jetzt wie ein Mensch aus dem Bett aufsteigen oder irgendwo hochsteigen oder sowas. Und solche Subjektivierungen, das ist kein Zufall. Das werden wir noch sehen, wenn wir über den sogenannten Animismus nachdenken oder uns informieren. Aber es ist doch so, dass der Aberglaube so ein Zwischenbereich ist zwischen Ernst nehmen und nicht ernst nehmen. Sehr typischerweise nehmen die Leute hier, die distanzieren sich die Abergläubischen gleichzeitig davon, von dem, was sie tun. Also man geht, man liest das Horoskop vielleicht aus Spaß oder aus Neugier, man lässt sich mal ein Hellseher die Zukunft sagen, auch weil man es doch mal irgendwie ausprobieren will oder irgendwie anders. Man hängt sich einen Talisman um, weil es einfach nett aussieht. Es bedeutet auch was, aber ob es wirkt oder nicht, ist dann eher zweitrangig. Das heißt also, die Begründungen, die wir für solches Handeln uns zurechtlegen, die haben offenbar den Zweck, es doch mit unserem modernen Weltbild irgendwie kompatibel zu machen, aber gleichzeitig wollen wir für alle Fälle doch auch die Gelegenheit nicht verpassen, hier sozusagen etwas zu berücksichtigen, was wir nicht so recht durchschauen. Also man hat sich früher, zum Beispiel die Autofahrer noch vor einigen Jahrzehnten, haben sich gerne so Christophorus-Plaketten reingeklebt oder sowas. Das sind natürlich keine Leute gewesen, die dann ihre Autos nicht auch in die Reparaturwerkstatt gebracht hätten. Ja, das ist offensichtlich nebeneinander her. Es gibt da eine zur Illustration eine nette Geschichte, die von Niels Bohr, von dem Physiker, überliefert ist, der einen Nachbarn hatte, der sich so ein Hufeisen über die Tür gehängt hat. Und da fragt ihn der Physiker, ja, glauben Sie denn wirklich daran, dass das Hufeisen Glück bringt? Und da hat der Nachbar geantwortet, als moderner Mensch, natürlich nicht, glaubt natürlich nicht dran. Aber ein Hufeisen bringt eben Glück, auch dann, wenn man nicht dran glaubt. Also das ist diese Selbstdistanzierung. Und das ist enorm hartnäckig, dieser Glaube, auch für den modernen Menschen. Da gibt es ein schönes Beispiel, in einem Spiegelartikel habe ich das gefunden, vor ein paar Monaten zu dem Thema. Da hat ein Psychologe ein folgendes Experiment durchgeführt. Er hat die Studierenden, die da sich zur Verfügung gestellt werden, hat er folgende Frage gestellt. Also er gibt ihnen 20 Euro bar auf die Hand und verlangt als Gegenleistung eine Unterschrift unter einen Vertrag auf Papier, auf dem steht, hiermit verkaufe ich meine Seele dem Teufel. So, wer würde hier von den Anwesenden diesen Vertrag bedenkenlos unterschreiben? Ja, ein paar schon, aber doch längst nicht alle, die wahrscheinlich dann sagen, naja, ich weiß es zwar nicht, aber warum soll ich für läppische 20 Euro dieses Risiko eingehen? Das ist natürlich völlig rational. Dieser Aberglaube ist völlig rational für die philosophisch Gebildeten. Ist hier immer die Pascalsche Wette zu erinnern, ja, also wie Pascal, der Philosoph und Mathematiker,
der Frühaufklärung, wie er gesagt hat, ist es denn vernünftig, ist es denn vernünftig, an Gott zu glauben? Ja, es ist deswegen vernünftig, weil wenn er existiert, haben wir alles gewonnen. Wenn er aber nicht existiert, haben wir, wenn wir dran glauben, nichts verloren. Es schadet nicht, aber es nützt unendlich viel. Also entscheide ich mich aus diesen rationalen Erwägungen für den Gottesglauben. Ja, so funktioniert das. Ja? Kann ich auch aus rationalen Erwägungen lieber zögern, den Vertrag zu unterschreiben und warten, ob jetzt der andere, der offenbar davon überzeugt ist, dass man eine Seele verkaufen kann, mir mehr Geld bietet? Das können Sie natürlich machen, wenn Sie meinen, Sie könnten also wirklich, aber es wäre nicht rational. Es wäre nicht rational, weil Sie natürlich auch für 200.000 Euro im Ernst Ihre Seele nicht verkaufen würden, weil das, was Sie dadurch verlieren, ja enorm groß ist. Ich meine, wenn Sie sagen, es ist ja das bekannte Beispiel der Faust, ja, der das gemacht hat, dass er enorm viel dadurch gewinnt, also hier und jetzt lebe lustvoll, reich und so weiter, alle irdischen Güter kriegt er, dann ist mir mein Jenseits eigentlich egal. Also ob das rational ist, ist dann vielleicht letztlich Geschmackssache oder es hängt davon ab, was ich mir unter dem Jenseits vorstelle. Aber rational ist es insofern immer, dass Sie das Nichtwissen in diesen zwei Seiten abwägen. Haben Sie recht oder haben Sie nicht recht? Ja? Und wenn Sie denken, es könnte auch, Sie könnten auch mit der Angst recht haben, dann ist es unklug, das einzugehen. Okay, also jetzt ist die Frage doch nochmal, was ist denn eigentlich Aberglauben? Die normale, bekannte Definition, die ich hier einem Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens entnehme, zunächst mal von 1927, schon eine Weile her, da heißt es, Aberglaube ist der Glaube an die Wirkung und Wahrnehmung naturgesetzlich unerklärlicher Kräfte, soweit diese nicht in der Religionslehre selbst begründet sind. Ich bringe hier noch zwei andere Definitionen, um Ihnen zu zeigen, wie sich die Sicht auf den Aberglauben in den letzten 100 Jahren etwa auch verändert hat. Und das ist schon mal sehr interessant. Hier in diesem Zitat sind nämlich Religion und Wissenschaft sozusagen zwei verlässliche Bezugsgrößen, zwei Fundamente, die hier angenommen werden. Alles, was da rausfällt aus den Naturgesetzen und aus der Religionslehre, ist dann Aberglaube. So einfach ist es aber schon länger nicht mehr. Hier ist ein bisschen längeres Zitat, ich lese Ihnen aber vor, von 1972 in dem Herderschen Theologischen Taschenlexikon heißt es, unter Aberglaube ist zunächst etymologisch verkehrter Glaube, ein falscher Glaube zu verstehen, dann aber auch eine unechte, defiziente Glaubenshaltung. Was im Einzelfall als Aberglaube bezeichnet wird, hängt von der weltanschaulichen Einstellung des Beurteilers ab. Vom Standpunkt eines absolut gesetzten wissenschaftlichen Weltbildes aus erscheint jede Religion als Aberglaube. Abgesehen davon, dass eine solche Annahme völliger rationaler Durchklärbarkeit der Welt selbst als Aberglaube zu beurteilen wäre, weil eine Antwort auf die Sinnfrage des Lebens die Möglichkeiten der Einzelwissenschaft übersteigt, treibt gerade diese Voraussetzung immer wieder abergläubische Ersatzformen von Religion aus sich heraus. Also Sie sehen, es wird hier viel komplizierter. Es wird die Möglichkeit überlegt, ob gerade das wissenschaftliche Weltbild selbst zum Aberglaube wird. Es wird hier sozusagen eine Relativität gesetzt zwischen dem, was man annimmt als wahr, sei es Religion, sei es Wissenschaft, und dem, was als Aberglaube dann ausgegrenzt wird. Und das ist natürlich nichts Feststehendes, sondern das kann sich von Sicht zu Sichtweise auch vielleicht geschichtlich dann verändern. Und jetzt ein letztes Beispiel,
der heutigen Kulturwissenschaften. Die heutige Kulturwissenschaft geht da noch einen Schritt weiter darüber hinaus und lehnt den Begriff des Aberglaubens eigentlich ganz ab. Es ist ihr zu heiß geworden, zu problematisch geworden. Warum? Weil der Aberglaube ja etwas unvermeidlich Negatives hat. Also Aberglaube ist ein Werturteil. Und das ist so ein bisschen wie Neger, Zigeuner, Indianer, ja, das sind alles abwertende Begriffe, die sich mit Abwertung in der Kultur aufgeladen haben. Das sind Hegemonialbegriffe für unterworfene oder ausgegrenzte oder als weniger wertvoll betrachtete Gruppen. Und so könnte es ja auch mit dem Aberglauben sein. Es ist vielleicht hier eine es widerspricht eigentlich der Political Correctness der Wissenschaft, hier diesen Begriff überhaupt noch zu verwenden. Das Problem ist allerdings, kann man darauf verzichten, wir haben keinen anderen Recht dafür. Also die hier jetzt dieses Zitat, sie versuchen es dann so zu sagen, es ist eine Kulturtechnik unter anderem. Es ist eine Kulturtechnik, eine Pfanne auf dem Herd zu stellen und Eier zu kochen. Es ist aber auch eine Kulturtechnik, hier zum Beispiel einen Talisman sich umzuhängen und zu basteln und dann auf gutes Schicksal zu hoffen. So ist das gemeint. Wir haben zunächst mal kein Recht, hier Wertungen vorzunehmen. Also, eine Art und Weise, die Welt zur Hand zu haben und in ihr ohne Ohnmachtsgefühle zu bestehen oder zumindest mit geringeren. Vielleicht handelt es sich hier noch ein weiteres Zitat aus einer neueren Veröffentlichung über eine alte, überwinterte Kulturtechnik oder Kulturgebärde des zivilisatorischen Fortschritts, die längst von anderen Gebärden überholt, vielleicht auch abgelöst worden ist, aber dennoch zu würdigen wäre als Gebärde eines ursprünglichen kulturellen Aufbruchs. Sie hat ihre negative Markierung erst infolge der Entfaltung religiösen Virtuosentums aufgeprägt bekommen, vor allem aber aufgrund der zunehmenden Nützlichkeit obrigkeitsdienlicher Religion. Also man sieht, hier wird der sogenannte Aberglaube ein bisschen so aufgeladen in Richtung Widerstand, in Richtung Subversion, in Richtung sich nicht anpassen an Obrigkeit und sowas, was man der offiziellen institutionellen Religion dann zugeschrieben hat. Das Resultat ist allerdings, wie gesagt, ambivalent. Man hat ein bisschen einfach den Eindruck, wir müssen diesen Begriff nach wie vor verwenden, aber mit einer Prise schlechten Gewissens. Also, wenn wir uns die etablierte Landschaft, die Topografie des Geisteslebens anschauen, kann man das, ja, man kann es noch gerade sehen, wir haben vor allen Dingen die zwei großen Systeme des menschlichen Geistes. Auf der einen Seite die Religion, beziehungsweise dann auch die Theologie und auf der anderen Seite das Wissen oder die Wissenschaft. Ja, also Wissen und Wissenschaft, die Wissenschaft ist natürlich dann die systematisierte und methodologisierte Form von Wissen. Und Aberglaube ist das, was da in beiden Fällen aus der Grenze herausfällt, wobei, wie wir gesehen haben an den Zitaten, dass keine feststehenden, das ist ein bisschen die Suggestion jetzt einer solchen Abbildung, das steht nicht ein für allemal fest, die Grenze. Es gibt natürlich auch hier, das sollte hier symbolisiert werden mit diesen beiden weiteren Kreisen, gibt natürlich auch noch ganz andere Bereiche, wie zum Beispiel Kunst, Ästhetik oder Alltagspraxis oder sowas, die wir hier jetzt aber erstmal herauslassen. Also, das Relative ist hier wichtig, sich klar zu machen. Aberglaube ist eine bestimmte Perspektive,
oder ist eine Perspektive auf Perspektiven. Ja, was für den einen Wissen ist, ist für den anderen, weil es nicht hinreichend gesichert ist, nur Glaube, oder für den anderen, der das nicht nur ungesichert glaubt, hält, sondern geradezu absurd, der nennt das dann Aberglaube. Aberglaube ist also immer eine negative Bewertung, aber wir haben gesehen, diese negativen Bewertungen kann auch wieder sehr viele Abschattungen haben. Also es kann ein harmloses Spiel sein, eine Gewohnheit, es kann eine Spinnerei sein, es kann Ignoranz sein, bis hin zu Betrug oder sogar sich einlassen auf das Böse. Ja, insofern es sich hier um ein Grenzgebiet der Religion handelt, kann man auch hier interessante historische Veränderungen feststellen. Vielleicht kennen einige hier, dass die von Freud vor etwa 75 Jahren veröffentlichte Unbehagen in der Kultur, in dem er sich im ersten Kapitel mit dem ozeanischen Gefühl, eine Formulierung von Romain Rolland, auseinandersetzt. Und Freud sagt, dieses ozeanische Gefühl, es hat eigentlich mit Religion nicht so viel zu tun. Für ihn ist Religion klar die Projektion des infantilen Wesens, also des Kindes, mit seiner Vatersehnsucht auf den, in den Himmel hinein. Das ist so dieses klassische Gebilde von religiöser Anschauung, Weltanschauung. Wenn man heutige religionssoziologische und psychologische Untersuchungen sich anschaut, dann haben wir eigentlich genau das, was er hier als ozeanisches Gefühl abgrenzen wollte. Das ist eigentlich heute tatsächlich die vorherrschende Form von religiösem Gefühl. Eine Zahl hier nur zu nennen, 22% glauben heute, 22% der Deutschen glauben an einen persönlichen Gott. Das entspricht also diesem freudschen Religionsbegriff. Aber 34% glauben an so etwas wie eine spirituelle Energie, die alles durchwebt, oder eine Verbundenheit von allem mit allem als Weltganzem. Das ist ungefähr das ozeanische Gefühl, ist also sozusagen heute tatsächlich die vorherrschende Form von religiösen Auffassungen inzwischen. Ja. Jetzt ein kurzer Blick auf die Wissenschaft. Also da bin ich jetzt ein bisschen, die Folie hätte ich vorhin schon zeigen müssen. Hier sind die Stichworte Bewertungen des Aberglaubens und Religiosität heute. Das, was ich zuletzt gesagt habe. Jetzt komme ich noch auf den Begriff des magischen Denkens zuletzt. Der Begriff des magischen Denkens ist ein Versuch, die Hartnäckigkeit des Aberglaubens zu erklären. Wir haben es hier mit einer Form der Weltanschauung zu tun, die im allerüberwiegendsten Teil der menschlichen Evolution, der menschlichen Geschichte, die ganz natürliche und zwangsläufig vorherrschende Weltsicht gewesen ist. Ja, wenn wir die Menschheitsgeschichte, ist schwierig abzugrenzen, ja, zwischen einer Million oder zwischen, sagen wir mal, 100.000 Jahren bis einer Million Jahre, manche gehen auch bis 4 Millionen Jahre zurück, wenn wir die berechnen, dann haben wir Hochreligionen überhaupt erst in den letzten 6.000 Jahren ungefähr, also die ersten da in China, in Ägypten und in Mesopotamien, und so etwas wie eine wissenschaftliche Weltauffassung erst mit in Europa mit Thales und den frühen Philosophen, also seit praktisch 2500 Jahren. Das sind natürlich Bruchteile einer Geschichte, die vorher eine riesige Dimension, zeitliche Dimension hatte, und die These, die daraus folgt, ist, dass das natürlich nicht einfach verschwunden ist, sondern dass es tatsächlich in uns steht.
entdeckt als eine als ein irrationaler Fund, ein Fundament, auf dem ganz oben fein drauf so etwas wie ein rationaler Firnis liegt, den wir versuchen, der unserem Bewusstsein zugänglich ist, aber der keineswegs zuverlässig unser Denken und Handeln steuert. Das ist hier die Auffassung natürlich von Freud. Ich nenne jetzt, kann jetzt gar nicht auf die, es gibt natürlich viele unterschiedliche Zugänge, wissenschaftliche Zugänge zu diesem Phänomen, aber auf Freud beziehe ich mich jetzt, weil er auch ganz gut anschließt an den Fraser, der hier auch abgebildet ist, einer der Klassiker, der Erforscher des magischen Denkens, die vor allen Dingen, Fraser hat vor allen Dingen zwei Grundgesetze heraus destilliert aus dem magischen Denken. Das ist einmal das Prinzip der Berührung und das andere das Prinzip der Ähnlichkeit. Also das Prinzip der Ähnlichkeit heißt, dass es homöopathische, also dass etwas, was ähnlich ist, wird nach demselben nach denselben Mechanismen beeinflusst. Also zum Beispiel, wenn ich Regen irgendwie erzeugen will, dann verspritze ich ein bisschen Wasser, und da dieses Wasser, was ich in der Hand habe, irgendwie mit dem Wasser, was vom Himmel kommt, korrespondiert, kann ich also auf diese Weise einen Regenmagie veranstalten. Und das andere ist das Prinzip der Berührung. Das heißt, Dinge korrespondieren miteinander, die irgendwie zusammenhängen. Also zum Beispiel mein Hemd berührt meinen Körper, und jetzt, wenn ich jetzt das Hemd Ihnen gebe und Sie stechen da mit dem Messer rein, das Voodoo-Prinzip, dann treffen Sie auch mich, obwohl ich längst ein anderes Hemd anhabe. Ja? Also es sind so diese magischen Gedanken, diese magischen Praktiken, die sich gut mit der Freud'schen Annahme des Primärprozesshaften verbinden lassen. Das Primärprozesshafte, also das Denken, das unterhalb der Rationalität stattfindet. Nach der Traumtheorie von Freud funktioniert das nach den Prinzipien der Verdichtung und der Verschiebung. Verdichtung entspricht hier der Vorstellung der assoziativen Anlagerung, also dem Ähnlichkeitsprinzip, und die Verschiebung entspricht genau dem Fraser'schen Prinzip der Berührung. Das wären Hinweise darauf, dass wir tatsächlich diese evolutionsgeschichtlichen Strukturen bis heute in uns tragen und deswegen ein enormer Widerstand gegen das vorliegt, was wir das rationale Denken nennen. Es gibt noch ein auffälliges Merkmal des Magischen, dass alles Magische unter strengsten Bedingungen steht. Also man kann nicht einfach so einen Voodoo-Zauber machen irgendwie, sondern da müssen viele, viele Bedingungen erfüllt sein. Ja, das Messer muss mit dem Blut einer Ziege getränkt sein, die noch, was weiß ich, bei Vollmond gefangen wurde und so weiter. Das sind zwanghafte Rationalisierungen, die da stattfinden, die auch ihre Entsprechung haben im Traumgeschehen bei Freud. Das ist die sogenannte Rücksicht auf Darstellbarkeit. Also dieses frei fließende Denken, das alles mit allem in Zusammenhang bringt, muss auch so etwas wie einen Sinnzusammenhang bilden. Und nun ist es sehr oft schwierig, Sinnzusammenhänge herzustellen. Man findet die dann ad hoc, so auf die Schnelle. Aber das ist befriedigender und wichtiger, einen falschen Sinnzusammenhang herzustellen, als gar keinen. Gar kein Sinnzusammenhang ist eigentlich das Schlimmste, was dem Menschen passieren kann. Ich käme jetzt zum zweiten Abschnitt, diesen kleinen Exkurs, aber ich denke, ich überspringe den jetzt aus Zeitgründen. Kann ja vielleicht, falls noch Zeit ist, später drauf eingehen. Das ist ein kleiner historischer Exkurs über die Hexenverfolgung und die Entstehung. Aber kommen wir jetzt dann gleich zum dritten Abschnitt, Aberglaube als ein Merkmal
des autoritären Syndroms. Damit beziehe ich mich auf Forschungen des Instituts für Sozialforschung in der Emigration, also des Frankfurter in Los Angeles. Es war so ein Vorschlag der Veranstalter hier, die haben das ursprünglich auch so formuliert, Aberglaube und F-Skala, den Vorschlag für dieses Thema, und ja, dem will ich jetzt mal auch folgen, weil das eine Wendung hineinbringt, die jetzt natürlich weggeht von dieser Harmlosigkeit, wie ich es zunächst mal in dem ersten Abschnitt betont habe. Ganz so harmlos ist es vielleicht eben nicht, als dass wir sowas nur aus Spaß machen. Machen wir also einfach mal ganz weg den Sprung vom Aberglauben kurz und fragen, was hier diese F-Skala bedeutet. Ich habe hier das abgebildet, das die wichtigste Veröffentlichung, ein Klassiker der Autoritarismusforschung, dieser Band, The Authoritarian Personality, 1950, glaube ich, also erschienen, das weiß nicht mehr genau die Jahreszahl, wahrscheinlich 1950 war es. Also die Autoren sind Theodor W. Adorno, Else Frenkel Brunswick, von der hier ein Foto ist, die beiden anderen Autoren, da habe ich kein Foto mehr auftreiben können, Daniel D. Levinson und Nevitt Sanford, zwei Psychologen noch zusätzlich. Dieser Ansatz der Autoritarismusforschung ist natürlich auch nicht unwidersprochen geblieben, aber es ist doch so etwas wie ein Klassiker, der mehr als 2000 Nachfolgestudien im Laufe der Jahre nach sich gezogen hat für das Thema Nationalismus, Antisemitismus, Rassismus, Ethnozentrismus, Rechtsradikalismus, Fremdenfeindlichkeit. Das sind ja keine Synonyme, aber das sind Begriffe, die doch sehr verwandt miteinander sind. Ja, die F-Skala diente, das war also ein Messinstrument, ein empirisch sozialpsychologisches Messinstrument, um, da muss ich ein bisschen kurz auf den politischen Hintergrund eingehen, um Faschismus, F ist die Abkürzung für Faschismus, für die Bereitschaft oder die Empfänglichkeit für faschistische Propaganda zu messen. Also der Hintergrund ist natürlich der deutsche Nationalsozialismus in den 40er Jahren auf der Höhe seiner Macht und gleichzeitig am Kippen. Und die Leute, von denen die Rede ist, hier waren in der amerikanischen Emigration und haben aber in dieser demokratischen Gesellschaft Amerikas eine sehr hohe Bereitschaft, auch positive Bereitschaft, diese Ideologie anzunehmen, gefunden. Also es gab eine ganze Menge von Propagandisten, von Hasspredigern, wie wir heute sagen, die diese Dinge übernommen haben und in der amerikanischen Gesellschaft verbreitet haben. Und da haben die schon auch Angst gekriegt und haben gedacht, wo geht das hin, wenn das hier jetzt auch so etwas wie einen amerikanischen Nationalsozialismus gibt. Das muss man doch erstmal erforschen, wie stark die Gefahr hier ist. Wenn man natürlich in so einer demokratischen Gesellschaft jetzt fragt, ja, sind Sie für Hitler oder sind Sie gegen die Juden oder sowas, dann kriegt man gar nicht sehr viel raus, weil der Common Sense in dieser amerikanischen Gesellschaft natürlich noch ein anderer ist. Außerdem sind ja die Deutschen Kriegsfeinde für die meisten. Also da, psychologisch gesprochen, wirken hier eine ganze Menge an konformistischen Anpassungsmechanismen, da kriegt man nicht so viel raus mit so einer reinen Meinungsforschung. Also man muss hier anders vorgehen, man muss hier indirekt messen. Und zu diesem Zweck haben die jetzt eine ganze Reihe von erstmal klinischen Interviews geführt und dann Korrespondenzen hergestellt, also Zusammenstellungen von verschiedenen weltanschaulichen Äußerungen. Und das Ziel dieser F-Skala war dann, einen Fragebogen zu entwickeln. Also das sind so Fragen, die man auf einer Skala von 7 Zustimmungs- oder Ablehnungseinheiten ankreuzen kann. Stimme ich voll zu, stimme ich weniger zu, lehne ich ab. Ja, die Inhalte dieser Items hatten nichts mit Nationalismus, Ethnozentrismus und so weiter zu tun, sondern sollten indirekt Nachweise geben.
Das hat auch sehr gut funktioniert, aber ich sage das nur deshalb, weil eben ein mögliches Thema dieser indirekten Fragen nun der Aberglaube auch war. Fragen zu abergläubischen Dingen, also die hier typisch sein sollten. Das heißt natürlich nicht, auf keinen Fall dieses Missverständnis, dass jetzt alle abergläubischen Leute Faschismus verdächtig wären oder sowas. Das natürlich überhaupt nicht. Sondern es geht hier um ein sogenanntes Syndrom, das heißt um einen Gesamtzusammenhang, der hier herausgestellt wird, um dann solche Hinweise, solche Annahmen zu erlauben. Hier haben Sie den Theodor V. Adorno und Horkheimer, der Gesamtherausgeber war. Über die Erklärungsformen kann ich hier nur, das würde zu weit führen, kann ich hier nur ganz kurz sagen, dass es natürlich um den Zusammenhang von gesellschaftlichen Strukturen, vor allen Dingen ökonomischen und Sozialstrukturen, mit psychischen Strukturen geht. Ja, es geht um psychische Bereitschaft, die unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen virulent werden konnte. Und da gibt es zwischen diesen beiden Kategorien noch eine Zwischendimension, das ist die kulturelle Dimension der Familie. Nach Ansicht dieser Forschungen und alle Forschungsprojekte des Instituts für Sozialforschung haben sich eigentlich auf dieses Autoritarismusproblem mehr oder weniger bezogen, hat hier die Veränderung der Familienstruktur eine ganz wichtige Rolle gespielt. Vor allen Dingen, kurz gesagt, vor allen Dingen die ökonomische Entwertung der Familie. Die Familie wurde unter ökonomischen Gesichtspunkten immer weniger, hatte weniger Funktionen und übrig blieb so eine Kleinfamilien, kleinbürgerliche Struktur. Der Vater, der selbst irgendwo, sagen wir mal, als Angestellter tätig ist, hat in der Familie nur noch sozusagen eine hohle, substanzlose Autorität, die er dann umso heftiger verteidigen muss. Und was dabei herauskommt, ist ein merkwürdiger Sozialcharakter, vor allen Dingen in der Ambivalenz von Unterwürfigkeit und Aggression. Also hier nochmal der Begriff des Autoritarismus. Und ich habe hier den Fromm eingeblendet, der kommt hier in dieser Schrift jetzt nicht vor, aber Fromm ist im Hintergrund ganz entscheidend daran beteiligt gewesen. Es geht darum, dass Menschen ihre eigene Abhängigkeit sozusagen zum Programm machen, ihre Erfüllung, ihre Faszination, ihre Erfüllung in der Faszination an Herrschaft haben. Und das kann ja zwei Seiten haben, eine aktive oder eine passive, die aktive ist natürlich die, andere Leute von sich abhängig zu machen, aber die passive ist genauso wichtig, nämlich sich zu unterwerfen. Der Untertanengeist ist hier das Entscheidende. Also es ist bejahte Abhängigkeit, um die es hier geht. Wie sieht so ein Autoritärer aus? Horkheimer liefert mal so eine Liste, da heißt es, erkennt es gekennzeichnet durch die mechanische Auslieferung an konventionelle Werte, blinde Unterwerfung unter die Autorität, die mit blindem Hass auf alle Opponenten und Außenseiter einhergeht. Ablehnung introvertierten Verhaltens, streng stereotypes Denken, ein Hang zum Aberglauben, halb moralistische, halb zynische Abwertung der menschlichen Natur, Projektivität. Das ist natürlich jetzt eine Menge von vielen von Begriffen, die alle sowas wie, oder die eine Gemengelage von persönlichkeitsstrukturellen Dingen bezeichnen, wie zum Beispiel Projektivität, aber auch Eigenschaften, die man beobachten kann, wie zum Beispiel stereotypes Denken oder Reden. Es ist wichtig, hier diese zwei Begriffe sich klar zu machen, also Persönlichkeitseigenschaften, beobachtbares, abfragbares,
und Persönlichkeitsstrukturen, die tiefer liegen. Es besteht keine direkte Korrespondenz zwischen den beiden. Also man kann nicht unmittelbar von der Eigenschaft auf die Struktur schließen oder umgekehrt. Also zum Beispiel Fremdenfeindlichkeit kann man nicht einfach beobachten, sondern es gibt da viele Bedingungen, wie zum Beispiel die Bereitschaft zur Unterwürfigkeit, die das dann unter Umständen gerade nicht zulässt, dass fremdenfeindliches Verhalten herausgelassen wird. Also es ist ein recht komplexes Persönlichkeitsmodell, was ich hier in vier Schichten dargestellt habe, die sich in dem Vorwort zu der Authoritarian Personality beschrieben finden. Wir haben mindestens die oberste Schicht, die manifesten Äußerungen, also die man so zu Meinungsbefragungen erfährt. Dann haben wir die wirklichen Meinungen, die die Personen da vielleicht sich gar nicht zu äußern trauen. Dann haben wir aber nochmal geheime Meinungen, die gar nicht der Kommunikation zugelassen werden, die man vielleicht nicht einmal seiner Familie oder seinen Freunden sagt. Und dann haben wir noch eine Schicht tiefer, sowas wie ungeordnete Empfindungen. Das ist das, die eigentliche Charakterstruktur. Das ist natürlich ein psychoanalytisch inspiriertes Modell, das sieht man hier nicht ganz leicht, einfach diesen psychoanalytischen Begriffen zuzuordnen, aber im Prinzip daran angelehnt, dass wir es hier mit Strukturen zu tun haben, die nicht unmittelbar mit dem Verhalten gleichzusetzen sind. Und da haben Sie nun hier, Moment, hatte ich das schon, Augenblick? Nee. Hier muss ich nochmal zurück, hier was zu dem Phänotypus steht, ja. Also es hat sich dann herauskristallisiert, auch in den Nachfolgeuntersuchungen, in einigen von diesen vielen Forschungen, die dann in den vergangenen Jahrzehnten gemacht wurden, dass eigentlich vor allen Dingen drei Momente hier ganz zentral sind, sich immer wieder finden lassen, nämlich der sogenannte Konventionalismus, dann die autoritäre Unterwürfigkeit und die autoritäre Aggression. Also die Unterwürfigkeit ist natürlich, die staut natürlich auch die aggressiven, aufsässigen Gefühle, und die werden dann nach der Theorie abgeführt, indem Feindbilder erzeugt werden und auf diese Feindbilder sich die Aggression richtet, wie zum Beispiel klassischerweise beim Antisemitismus. Also man kann sagen, Autoritarismus ist ein dreistelliges Gebilde. Es ist das Verhältnis von Überlegenen und Unterlegenen oder Unterwürfigen und Herrschenden. Und da kommt ein drittes noch ins Spiel, was dieses Verhältnis stabilisiert, und das sind die Außenpersonen, die Feindbilder, auf die die Aggression abgeleitet wird. So, die Aggression, ja, welche Aggression kann man noch sagen? Es ist natürlich eben die Aggression, die sich auch aus dem Herrschaftsverhältnis ergeben, ja, also die herrschenden Personen, wie zum Beispiel, nehmen wir das klassische Beispiel Nationalsozialismus, also die Partei, die Führer, die üben ja einen enormen Druck aus, zunächst mal auf ihre eigenen Anhänger, die bestimmte Sachen dürfen und andere nicht mehr dürfen, ja, die auch in ihrer Freiheit schon sehr stark beschränkt werden. Und das erzeugt Druck, und dieser Druck wird eben dann, damit hier keine Rebellion passiert, nach außen gelenkt. Das ist also eigentlich die Aggression gegen die Führer, die hier, um die es unbewusst geht. So, es hat jetzt zunächst nochmal nicht so viel mit dem Aberglauben zu tun, außer dass es, wie gesagt, eine sehr hilfreiche Außenschicht bildet, die scheinbar
ein ganz anderes Thema hat, aber in Wahrheit doch auf bestimmte Strukturmomente hindeutet. Und das berechtigt jetzt hier auch diesen Begriff des Autoritarismus wiederum umgekehrt auf die Analyse des Aberglaubens anzuwenden. Adorno selbst hat das selbst getan in einem kleinen Forschungsprojekt, was er 2 Jahre nach dem Erscheinen der Authoritarian Personality durchgeführt hat, nämlich eine Studie, eine inhaltsanalytische Studie einer astrologischen Spalte, die täglich in der Los Angeles Times erschienen ist, die er hier über 3 Monate verfolgt hat und dann unter dem Titel Aberglaube aus zweiter Hand wurde da unter diesem Titel eine Zusammenfassung von ihm publiziert, erst später. Die Verbindung sieht zwischen diesen recht harmlosen, es geht hier wieder um die üblichen Horoskope, ja, scheinbar harmlosen Aberglauben, und das ist nicht immer ein originärer Aberglaube, sondern das ist ein, deswegen nennt er das Aberglaube aus zweiter Hand, das ist ja schon ein Horoskop, was nicht auf Sie speziell zugeschnitten ist, indem Sie da Ihre Geburtsdaten und Orte berechnen lassen, sondern es ist ein Zeitungsprodukt. Also es muss eigentlich für x-beliebige Leute zutreffen, ja, und ist gar nicht sehr persönlich. Also die Verbindung zu diesem kulturellen Massenprodukt Zeitung und dem brisanten Thema, des politisch brisanten Thema des Autoritarismus, ist darin zu sehen, dass wir, wenn wir nun mit Adorno das inhaltsanalytisch analysieren, anschauen, auch eine sehr fatale Mischung aus Rationalem und Irrationalem in beidem finden. Also in dem Massenprodukt Zeitungshoroskop ebenso wie in der politischen Landschaft des Autoritarismus und der Propaganda. Adorno bezeichnet die und analysiert die Astrologie hier als Abbild gesellschaftlicher Widersprüche. Also es ist einiges Rationale darin zu finden, also angefangen bei den Sternen, die natürlich in ihren Bahnen sich ganz rational auch berechnen lassen, oder auch in dem, was die Menschen nun in ihrem Leben umtreibt, wofür sie Lösungen suchen. Aber das Irrationale steckt in der Verbindung zwischen den Sternen, dem Einzelschicksal und dem, was dann an Lösungen daraus folgt. Deswegen, man muss auch hier die Ambivalenz der Astrologie sehen. Er sagt das ganz kurz, auch allerdings nur sehr wenig. Es ist auch eine verzerrte Stimme der Hoffnung, die hier aufscheint. Der Hoffnung, also auf Lösung von Problemen. Es ist meine Zeit. Naja, ich bin ein bisschen überzogen, aber es dauert nicht mehr lange. Ich will jetzt kurz also diese Thesen von Adorno hier zu der Astrologie hier nochmal sagen. Der Hauptgedanke ist eben der, dass er in allen möglichen Mechanismen zunächst mal einen autoritären Gestus hier sieht. Also man kann hier keine Nachfragen stellen, man kann hier keine Begründungen erwarten, sondern die Sprache der Sterne ist genauso wie die Sprache des Führers und die Sprache des Horoskop-Erklärers eine vollständig autoritäre, sodass das astrologische die Astrologie eigentlich ein Abbild des gesellschaftlich Irrationalen ist. Das kann man so im Einzelnen dann durchführen. Da geht dann, was an Ratschlägen kommt, ist ja dann ganz vernünftig oft und ganz trivial fast schon. Da heißt es zum Beispiel in diesen astrologischen Ratschlägen, ja heute, Sie sollten, wenn Sie größere Geldausgaben haben, das mit Ihrer Familie besprechen oder solche Trivialitäten oder vielleicht haben Sie irgendwelche Wohltaten von Freunden zu erwarten oder sowas. Nun, inhaltsanalytisch muss man das natürlich
abklopfen auf diese Widerspiegelung von gesellschaftlichen Verhältnissen, also das Wohltaten erwarten von Freunden, so wird es bei Adorno dann analysiert. Ja, Wohltaten, wer erwartet Wohltaten? Das erwartet der, dem es schlecht geht, der schlecht bezahlt ist, der irgendwo frustriert an seiner Arbeitsstelle hockt. Und man erwartet es von Freunden natürlich deshalb, weil man es von seinem Betrieb, seinen Vorgesetzten nicht erwarten kann. Deswegen muss es irgendwie von außen kommen. Aber man kann sehen, sozusagen die sogenannten Freunde, das ist eigentlich eine Maske, hinter der sich die Firma oder die Vorgesetzten verbergen. Also da gibt es viele solche Personifizierungen der Verhältnisse, die sich in diesen astrologischen Ratschlägen hier finden lassen, die alle darauf hinweisen, dass wir es hier mit einem Abbild der gesellschaftlichen Irrationalität zu tun haben. Das Ganze wird aber immer wieder in Richtung Anpassung unter die Verhältnisse, in Richtung Abwehr gelenkt. Also man soll auch die Schuld nicht zu stark bei sich suchen, sondern eben die Sterne, die einen hier leiten, die verhindern im Grunde das, was wir an Selbstkritik, Selbstreflexion oder vielleicht auch Auflehnung hier für vernünftig halten würden. Die Unterwerfung, die masochistische Charakterstruktur, der Begriff Masochismus, das geht auf den Fromm zurück. Das sind dann so Annahmen von unbewussten sexuellen Orientierungen, die sich auch hier finden lassen in diesem Gebilde des astrologischen Zaubers. Ich komme damit hier jetzt fast schon zum Schluss und will hier über die allgemeineren Begriffe hier ein Wort verlieren. Der Begriff der Entzauberung, der hier im Hintergrund steht, wird vor allen Dingen in der Dialektik der Aufklärung verwendet. Das wird von Max Weber übernommen. Max Weber hat ja bekanntlich, also der Soziologe um die Jahrhundertwende, hat ja bekanntlich diesen Begriff der Entzauberung ins Spiel gebracht. Das stammt auch nicht von ihm, aber bei ihm ist es dann berühmt geworden als ein Bild für die neuzeitliche Rationalisierung, das vernünftig, begründbar, nachvollziehbar machen in allen Lebensbereichen. Und der Witz oder die Pointe bei diesen kritischen Theoretikern war ja nun der, dass sie gesagt haben, jawohl, Entzauberung, aber diese Entzauberung entfremdet die Menschen so sehr von ihren eigenen Lebensbereichen, von sich selbst, ihrer eigenen Subjektivität, dass wir ein Umkippen in eine Wiederverzauberung feststellen können. Nur ein Zitat aus der Dialektik der Aufklärung. Nicht bloß mit der Entfremdung der Menschen von den beherrschten Objekten wird für die Herrschaft bezahlt. Mit der Versachlichung des Geistes wurden die Beziehungen der Menschen selber verhext, auch die jedes Einzelnen zu sich. Er schrumpft zum Knotenpunkt konventioneller Reaktionen und Funktionsweisen zusammen, die sachlich von ihm erwartet werden. Der Animismus, also das ist diese frühe Weltanschauung, der archaische, der Animismus hatte die Sache beseelt, der Industrialismus versachlicht die Seelen. Das ist diese Wiederverzauberung durch Versachlichung, können wir sagen. Ja, damit komme ich jetzt dann zum Schluss. Wir leben, können wir sagen, dieses Bild, ich erkläre es gleich, wir leben in einer hochtechnisierten Welt, die auf der Anwendung von Wissenschaft, Mathematik und Technik beruht. Heute sprechen wir von der digitalen Gesellschaft. Und trotzdem haben wir es mit dem Fortbestand des Aberglaubens zu tun, vielleicht sogar mit neuem Aberglauben, wie angedeutet wurde. Was man hier sieht, ist ein Blick, steht hier ja auch auf eine Steuereinheit in einem ukrainischen Kernkraftwerk. Ich weiß nicht genau, ob es sich um Tschernobyl handelt oder nicht, ist ja auch fast egal. Also hier hängt nun dieses
religiöse Bild plötzlich neben den Steuereinheiten und zeigt, dass auch der Glaube der Techniker, die hier es mit hochkomplexen Abläufen zu tun haben, so etwas wie ein Unbeherrschbares einkalkuliert, für das man sich eine Rückversicherung holt. Also das heißt, verallgemeinert, Aberglaube und Rationalisierung schließen sich nicht aus, sondern scheinen nebeneinander her zu existieren oder, um es noch ein bisschen zu radikalisieren im Sinn der kritischen Theorie, die Modernisierung, die Technisierung schafft neue Lücken, verbreitet sozusagen neuen Aberglauben. Ja, diesen Aberglauben, dass da hier die Mutter Gottes eingreift, der ist natürlich alt, aber sie hat sozusagen eine neue Aufgabe gekriegt, jetzt auch noch für die Kernkraftwerke zu sorgen. Also es kommen neue Mythen auf, es kommen neue Irrationalismen auf dem Boden von Furcht und Hoffnung, das sind die anthropologischen Grundkategorien hier, gedeiht auch immer wieder neu der Aberglauben sozusagen auf einem festen Fundament mit neuen Anreizen. Das ist das Fazit, das wir aus dieser Geschichte der Wiederverzauberung ziehen können. Damit bitte ich nochmal, die Zeit habe ich ein bisschen überzogen, zu entschuldigen. Nicht, ist nicht so? Wir haben noch kein Zeitproblem. Haben wir kein Zeitproblem, gut. Okay, aber jedenfalls will ich dann hier damit Schluss machen und bedanke mich für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.